Hallo und herzlich willkommen auf dem Pflichtsender, heute zum Thema Bruchrechnen, Erweitern und Kürzen. Bevor wir anfangen, sollten wir uns die Grundregeln angucken. Y ist Kehrwert von x, sagt man, wenn y gleich 1 durch x ist. Das heißt also nichts anderes, dass wenn jemand euch fragt, was ist denn der Kehrwert von der Zahl 5, dann müsst ihr 1 durch 5 rechnen, also x ist dann 5, ja, und dann habt ihr ein Fünftel und der Kehrwert von x, also von 5, ist ein Fünftel. Anderes Beispiel. Jemand fragt euch, was ist der Kehrwert von 17? Dann ist ein Siebzehntel, also 1 durch 17 der Kehrwert. Oder, und jetzt wird es ganz kompliziert, was ist der Kehrwert von 1/2? Und dann müsstet ihr den Bruch umdrehen. Also der Kehrwert von 1/2 wäre 1 durch 1/2, das wäre dann 2. Also in dem Fall könnt ihr einfach den Bruch umdrehen. 0 hat keinen Kehrwert. Warum? Weil man eben durch 0 nicht keilen kann. Und da man durch 0 nicht teilen kann, kann auch nichts bei rauskommen. Das heißt, 1 durch 0 geht einfach nicht. 1 durch 0 ist nicht 0, sondern 1 durch 0 kann man nicht berechnen. Und das ist auch die wichtigste Regel für Brüche. Also der Nenner ist immer ungleich 0, weil man durch 0 eben nicht teilen kann und darf in der Mathematik. Die ganzen Beispiele auf YouTube, wo ihr seht, 2 ist gleich 3 und irgendein Lehrer oft beweist mit 20, 30 Schritten, dass 5 gleich minus 5 ist, obwohl sie am Anfang mit 5 gleich 5 anfangen. Das liegt immer daran, dass eben in irgendeinem Schritt durch 0 geteilt wird. Oder in den meisten Fällen wird der Trick verwendet, irgendwo durch 0 zu teilen. Und dann kann natürlich alles rauskommen. Also Brüche haben einen Zähler und einen Nenner. Der Zähler ist immer das, was oben steht. Hier, wenn wir diesen Bruch nehmen, ein Xel oder 1 durch x kann man auch sagen, dann wäre der Zähler 1 und der Nenner wäre eben x. Und so können wir auch schon gleich anfangen mit dem Erweitern. Erweitern bedeutet nichts anderes als oben und unten im Bruch mit der gleichen Zahl zu multiplizieren. Also hier multiplizieren wir mit c oben und unten. Und in einem Beispiel wäre das 2 Drittel. Also wir nehmen jetzt einfach eine Zahl, irgendwie irgendeine Zahl, egal welche. Dann habe ich halt gesagt, okay, wir nehmen eine 2 als Zähler und eine 3 als Nenner. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir irgendeine Zahl zum Multiplizieren, also eine 5 zum Beispiel. Und wie erweitern wir mit 5? Wir müssen oben mit 5 multiplizieren und unten mit 5 multiplizieren. Also der Zähler und der Nenner werden jeweils mit 5 multipliziert und dann haben wir 10 Fünfzehntel. Das ist alles. Schon habt ein zweites Beispiel, seht ihr hier. Hier fangen wir an mit der Zahl 3 Viertel und wollen mit 4 erweitern. Also die Fragestellung könnte sein, erweitert den Bruch 3 Viertel mit 4 und dann müsst ihr nichts anderes tun, als oben den Zähler mit 4 zu multiplizieren, den Nenner mit 4 zu multiplizieren und 3 mal 4 ist 12 und 4 mal 4 ist 16 und dann habt ihr den Bruch erweitert. Das war's zum Erweitern. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Erweitern ist relativ einfach und solange ihr mit einer Zahl oben und unten erweitert, ändert sich auch der Bruch natürlich nicht. Also der Wert des Bruches ändert sich nicht, er sieht nur anders aus, weil ihr könnt diese 12 Sechzehntel später auch wieder kürzen. Und kürzen, das gucken wir uns jetzt an, das ist ein bisschen komplizierter. Beim Kürzen ist es wirklich genau der umgekehrte Prozess vom Erweitern. Also ihr habt A durch B und jetzt habt ihr beim Kürzen, da multipliziert ihr nicht den Zähler und den Nenner mit der gleichen Zahl, sondern ihr dividiert, also ihr teilt die Zahl im Zähler durch irgendeine Zahl C und den Nenner durch die gleiche Zahl C auch wieder. Das heißt im Beispiel, wir haben 24 Viertel, wir teilen jetzt diese Zahl oben und unten durch 4, also 24 durch 4 habt ihr 6 und 4 durch 4, dann habt ihr 1 und schon seid ihr fertig mit dem Kürzen. Also Kürzen bedeutet nichts anderes, wenn es heißt, kürzt diesen Bruch mit der Zahl 4, dann würdet ihr wirklich nichts anderes tun müssen, als den Zähler, also das, was oben steht im Bruch und das, was unten steht, der Nenner, durch 4 zu dividieren, zu teilen. Und dann habt ihr 6 Eintel, das ist natürlich 6, also in dem Moment, in dem eine 1 unten im Bruch steht, könnt ihr die auch entfernen und einfach sagen, ja, es ist also 6, was hier rauskommt. Und jetzt noch das zweite Beispiel zum Thema Kürzen, das schon etwas komplexer ist. 30 Fünfzehntel, also 30 durch 15 sollt ihr jetzt auch wieder kürzen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber ihr wisst irgendwie, okay, man kann 30 durch 5 teilen und 15 kann man auch durch 5 teilen. Und dann macht ihr das, also ihr teilt 30 und 15 durch 5, weil ihr dürft, solange ihr oben und unten durch die gleiche Zahl dividiert, dürft ihr das jederzeit tun. Das ist immer erlaubt. Und dann habt ihr eben 6 Drittel. Jetzt stellt ihr aber fest, die Aufgabenstellung war vielleicht gar nicht teile, sondern bringe auf den
auf das kleinste gemeine Vielfache. Ihr sollt so weit kürzen wie möglich. Vielleicht wisst ihr aber nicht sofort, dass ja die 15 auch in der 30 drin steckt. Also hier ist es, habt ihr es vielleicht gesehen, aber vielleicht habt ihr es auch nicht gesehen. Und das macht gar nichts. Beim Kürzen könnt ihr wirklich schrittweise vorgehen. Ihr seht jetzt hier, okay, da ist die 5 drin. Und dann kann man erstmal hier auf diese 6 Drittel kommen. Und dann kann man wieder gucken, oh, in der 6 ist ja die 3 doch wieder drin. Das heißt, wir teilen mal, weil das kleinste gemeinste aber Vielfache von 6 und 3 ja 3 ist, das nochmal durch 3, dann habt ihr wieder 6 durch 3 im Zähler und 3 durch 3 im Nenner und dann habt ihr eben 2 Einzel oder 2, weil wie gesagt, also wenn ihr durch 1 teilt, dann könnt ihr das eigentlich auch entfernen. Dann in dem Moment, wo im Nenner 1 steht, gilt die Konvention, dass man einfach nur den Zähler schreiben darf. Und das sind schlussendlich nichts anderes als die ganzen Zahlen. Ihr könnt es auch andersrum denken. Also wenn ihr irgendwo eine ganze Zahl seht, dann könnt ihr sagen, eigentlich könnte ich da statt 5 5 Einzel schreiben. Das ist nämlich auch natürlich immer erlaubt. Das macht man nur nicht, weil man versucht in der Mathematik alles möglichst kurz zu halten und sich auf das Wichtigste zu begrenzen. Wenn ihr euch das Thema, das habe ich jetzt hier nicht angeschnitten, das werde ich vielleicht im anderen Video noch tun, kleinstes gemeinsame Vielfache anguckt, dann kann man das hier in einem Schritt lösen und ich werde auch noch andere Videos zum Thema Bruchrechnen veröffentlichen. Ich habe festgestellt im Laufe der Zeit, dass halt das Bruchrechnen lustigerweise oder traurigerweise eins der Themen ist, das oft problematisch ist, selbst für Leute in höheren Klassen, einfach weil viele in der 5. und 6. Klasse, wenn man das lernen soll, da das nicht ganz mitbekommen und später wird das nicht mehr erklärt. Deswegen werde ich dazu noch ein paar Videos machen. Denkt immer dran, nicht durch 0 teilen und erweitern und kürzen ist gar nicht so schwierig. Solange ihr oben und unten das Gleiche macht, ist das immer erlaubt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender und abonniert bitte, benutzt die Glocke. Ihr könnt auch Kommentare da lassen, wenn ihr irgendwelche Fehler findet in den Videos. Dann kann ich die korrigieren oder zumindest darauf hinweisen. Auch wenn ihr andere Vorschläge habt, andere Themen, die euch interessieren, schreibt es einfach rein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender.